Uns geht auch relativ pünktlich los. Easy as fucked. Fnatic wird als CT starten und ESC als T. ESC für mich hier auf jeden Fall der Favorit, auch wenn sie es auf Mirage bisher relativ schwer hatten. Wie gesagt, gegen NiP da auch die herbe Klatsche kassiert. Demzufolge bin ich mal gespannt, was sie jetzt gegen Fnatic machen und vor allen Dingen, wie Fnatic hier aufspielt. Frost, Jokern habe ich noch nicht spielen sehen. Ritter konnte man auf der DreamHack schon ein bisschen beobachten. Aber auch da habe ich kaum was mitbekommen. So, wie es derzeit scheinbar üblich ist. Pistol geht immer Richtung A. Und Fries schon mit da oben ausgeschlossen. Jetzt sind die Punkte wieder weg auf dem Radar. Vorhin waren sie noch da. Seltsam. So, jetzt gibt es den Go. Boah, wie viel Schaden ist hier schon geschwommen? Boah, Pascha mit einem One-Click da gegen Connector. Aber wie viel Schaden sie da schon bekommen haben durch die HEs. Noch eine schöne Orca von Frost. Durch die Smoke da gesehen, nur noch Lord. Jetzt da ganz schwer gegen 4 und stirbt auch. Krasse Runde von Fnatic. Schöner HE da zur Action. Und auch noch schöner HE von Frost. Zum Spot. ESC hatte da wirklich gar keine Chancen. Friescher schreibt, dass sie gestern ziemlich gut waren gegen Maus. Frost und Ritter. Frost und Jokern. Wann haben die den. Die haben doch gar nicht gestern gegen Maus gespielt. Fnatic. Fnatic hat gestern gar nicht gespielt, oder? Die haben doch Defen bekommen bei Toxic. Na egal, ESC geht am B raus, kriegen sogar Frost. Der da nicht ganz so gut aussah. Boah, ESC kriegt jetzt sogar die Frags. Jetzt haben wir nur eine 1 gegen 2 Situation. Ritter wird über kurz kommen, relativ spät da sein. Und Joker schon in der Küche. ESC macht das gut. Sie warten, sie bleiben defensiv. Auch wenn sie da wenig AP haben, sollten sie die Runde ja eigentlich gewinnen. Oh, die Flex passieren jetzt leider nicht. Oh, nur noch Tess. Wo ist er? Hinten versteckt sich da. Er wurde noch nicht gespottet. Oh, schön macht den ersten jetzt einfach Zeit rausholen. Oh, und Ritter macht's ganz schlecht. Ritter macht's richtig schlecht. Warum rennt er nicht einfach drauf? So holt er es doch nie im Leben. Auch wenn es sowieso schon eine schwierige Situation ist, aber er muss ja einfach drauf. Da kann er nicht auf dem Spot bleiben. Die Bombe tickt schon relativ schnell. Er weiß, wo der Gegner ist. Weiß womöglich auch noch, dass er low ist. Da muss er einfach drauf. Aber schön gemacht von Taz. Schön lange gewartet. Und ESC holt sich hier die Glock Deagle Echo. Krass. Das ging schnell. Jetzt kann man die Namen hier richtig. Fnatic RC. Alles zusammengeschrieben, das nervt ein bisschen. Ist ja da wenigstens noch ein Trennzeichen drin. Der Fnatic muss auf jeden Fall doppelt sparen. Vielleicht hat sich ja ESC auch ein bisschen verbessert jetzt in letzter Zeit auf Mirage. Mal schauen. Eco läuft bisher ziemlich gut. Keine Chance für Joker. ESC muss auf jeden Fall nochmal sparen. Ach, was habe ich? ESC Fnatic. Ah, wobei. So wenig Geld haben sie gar nicht. Krass, sie kaufen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Mal schauen, ob ESC damit rechnet. Zumal Fries direkt eine Arme hat. Smoke kommt von der T-Base. ESC baut einen B-Split auf. Frost und Trace übernimmt der B-Haus. So, kurz sind sie schon durch. ESC hat jetzt relativ viel Raum an kurz. Wäre wichtig, wenn der kurz Spiel einen Flag macht. Und Trace hilft da kurz mit. Ja, aber da war schon einer durchgesprungen. Ah, Tess kriegt leider nur einen. Nur noch Kuchen. Aber gut von Frost. Gut verteidigt von Fnatic, auch was oben ein bisschen komisch aussah von Trace, dass er sich dort mit auf den Kurzspieler konzentrieren muss. Den Frost einfach nicht tot bekommen hat. T
Tja, da muss ich sehen, die Eco anscheinend. Oder sie riskieren es. Mit drei Mann könnten auf jeden Fall kaufen. Ja, tun sie auch. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Wird man vielleicht in Zukunft öfter sehen. Einfach weil man viel mehr Möglichkeiten hat, mit anderen Waffen auch gut Schaden zu machen. So, Standardaufbau bei IC, eine Mitte, zwei im Haus. Denke, werden sich gleich. Not hört er die Steps. Das vermutet dann offensiv einen Push. Pascha kontakte sich da oben schon raus. Und da steht. Oh, jetzt kommt Fließ vielleicht drum. Nein, er verschießt. Schade. Ja, fast drauf gewesen. ESC hat sich jetzt. Orientiert sich wieder Richtung A. Sie haben. Zwei Smokes haben sie. Ich denke, andererseits hätte man sich. Was ist mit Tess los? Und Neo hat die Awe gepickt oben im Haus. Da kommt die Smoke von Kuben zum Connector. Von Lord zum Spot. Oh, und auch Neo verschießt. Bittere Runde gerade von ESC. Lord kriegt dann mal im Spot. Kuben ist halt extrem low. ESC macht es aber genau richtig. Blockender Offensiv. Oh, 2 gegen 2. Beide am Connector, beziehungsweise Jungle. Lord kann legen. Zeltis haben zum Glück keine. Boah, schön, da war einer durch. Kuben hat den irgendwie noch bekommen, auch wenn er da blind war. Jetzt immer noch da hinten. Müsste Frost eigentlich safe. Er hat kein Kit. Macht er auch. Krass. Der rettet sich ESC nochmal die Runde. Ja, wusste ich doch, Friescher. Irgendwas war da faul. Alternate hat ja gegen Fnatic gespielt im Radeon Offensive Cup. Da konnte Alternate ja noch ganz knapp gewinnen, oder? Nee, ganz knapp verlieren, so rum was. Hatten aber, soweit ich weiß, das Spiel in der Hand. So, eine Mac 7 bei Trace. Da oben am B-Haus natürlich auch gute Chancen, da was wegzuholen. Ja, ich sag ja, ich find's auch gut, dass mehr gekauft wird. Auch andere Waffenkrams. Oh, Trace will da leider nichts zu tun bekommen. Was jetzt mit der Einnahme? Da gab es, glaube ich, eine Flash vom A. Frost kann da gut Schaden an Neo machen. Oh, was? Ritter hat ihn da durch die Smoke geholt. Fraglich, ob er ihn gesehen hat. So, jetzt zum B. Trace spottet jetzt. Oh fuck. So. Disable. Also alle gerade B bzw. Mitte versammelt haben, hätten aber noch Zeit zum Schieben, was sie auch tun. Und schieben nochmal komplett Action. Fnatic macht keine Anstalten zu schieben. Jetzt bin ich gespannt. Was könnte Fnatic ver. Ah, wobei sie haben keine Smoke mehr mit Flashes. Sollten vielleicht irgendwas einnehmen mit den Flashes, dann Connector vorpushen oder City Base. Oh, Spot ist auch bekannt. Jetzt noch einer City Base da. Oh, jetzt wird's ganz schwer. Jetzt kommen erst die Flashes. Joker noch auf Spot. Oh, der ist low. Schöner Refrag. Boah, die AE war krass. Kuben, ja. Nicht gut geaimt, aber nur noch Trace und die Bombe, die Zeit ist ausgelaufen. Und Trace macht sogar noch super, holt sich da eine Waffe und überlebt noch und macht einen Headshot. Perfekt gespielt von Trace gegen Ende. Sich da noch eine Waffe zu sichern. Schade, dass es nicht gereicht hat auf die Runde. Aber wie gesagt, ohne Smokes es ist dann doch schon schwierig, dort durchzukommen und die Bombe zu planten. Ja, netter Schlagabtausch aber bisher.
Was denn mit Tess los? Zum zweiten Mal schon AFK. Sehr gut, Lenz. Deswegen den Refrack, den Frack hier verpasst bei Neo. Der hat Connector, ja? Wollen sie vielleicht boosten? Einer kurz. Also sie gehen B und Pascha versucht da Mitte noch was abzugammeln. Lassen der Neo vorkontakten. Vielleicht springt dem Freeze gleich rein. Wobei ich. Trace. Trace müsste aber unten am Jail sein. So, Pascha. Sehr schön, da ist der Gammelfrack. Und an der Überzahl. Tess und Neo. Neo ist oben drin. Tess verschießt da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Neo wird abgeflasht. Verschießt auch nochmal. Aber Neo macht halt nicht die Shots, die er vielleicht für gewöhnlich macht. Aber ganz wichtig von Neo, dass er den dann noch letztendlich doch noch gemacht hat. Und Pascha jetzt auch von hinten da. Somit hat Frost wirklich keine Chance. Pascha spielt es auch wirklich super. Zeigt sich nicht mehr, bleibt defensiv. Sehr schön gespielt gegen einen von Pascha. Und da hat sich die Gammelpose in der Mitte auf jeden Fall ausgezahlt. 4 zu 3 ist sie wieder mit der Führung. Und spätestens jetzt muss Fnatic mal sparen. Ja, er wird sich auch über das Radar gewundert. Ich frage mich auch warum. Wie gesagt, vorhin bin drauf connected, habe ich mich schon gefreut. Die Punkte sind da. Und jetzt sind sie auf einmal wieder weg nach dem Restart oder was auch immer da kam. Ich verstehe es nicht. Aber es sind auf jeden Fall schon Threads und Tickets und so offen. Ich hoffe mal, dass es in einem der nächsten Updates gefixt wird. So, vier Mann. Kurz. Oh, Neo. Neo. Jetzt gibt's die Einnahme. Oh, dicke Probleme bei Neo. Aber kommt da, move da nochmal gut weg. Lol. Alter, was Problem der Neo hat, aber wie er sich durchsneakt. Hat sogar relativ wenig Schaden bekommen, dafür, dass um innen drumherum alle 5 CTs waren. Aber nette Idee, die Eco. Hab ich so auch noch nie gesehen. Alle kurz und dann einfach reinspringen in die Mitte. Vielleicht noch besser mit einer Flash vom A dann. Da habe ich aber keinen gesehen gerade. Einer ist Keller rein. Und hier mit dem ersten. Keller ist aber wieder raus. Oder habe ich mich da einfach nur verguckt? Kann auch sein. So, sehr schön. B somit offen. Ne, wobei Frost noch in der Küche. Aber B wäre quasi offen. Mal schauen, was Frost hier machen kann. Ein ratzte sich kaputt, aber dann direkt der Refrag und Joker letzter am A, der geht da auch richtigerweise weg und Neo hat sogar noch abgezielt. An kurz ihn da gesehen, abgedrückt. NP für ihn. So langsam trifft er also auch. Kommt er mehr ins Spiel. Tja, und EC driftet jetzt ein bisschen davon. Smoke an, ich bezweifle es. Ganz. War eine ganz billige, schnelle Smoke. Die wollte Tess einfach nur werfen, um da ein bisschen was. Ein bisschen Präsenz zu zeigen. Oh, schöner Schuss von Neo, kriegt auch instant den Headshot. Auch nicht schlecht von Joker. Mal auf Tess treffen. Der Rest wird einfach CTBs abbauen. Ich glaube nicht, dass sie hier nachher noch unnötig handeln, wenn Tess jetzt, die Spieler ansagt. Eingesehen, den zweiten gesehen und den dritten auch gesehen. Boah, schade, ein bisschen zu sehr gebratzt. So, sie kommen an die Waffen, doch, EC geht doch hinterher. Ja, sie wollen natürlich die Waffe
nicht dem kampflos überlassen. Boah, sauber. Gut gemacht von EC, da die Waffe noch zu jagen. Somit muss jeder Spieler von Fnatic kaufen. Fries wieder mit AWP. Das Duell gegen Neo. Ist jetzt allerdings Mitte. Neo zielt B. Boah, der hat Fries ihn gesehen und er trifft seinen Schuss nicht. Was er normalerweise eigentlich immer macht. HE sitzt auch nicht. Er hat auch nur. Boah, schöne HE. Er hat nämlich keine Weste. Dann noch eine gezielt reinkommt. Boah, ein Tess. Zuerst sage ich Trace an dieser Ekelpose da am B. Jetzt hat Freeze ihn übrigens bekommen. So, alle vor Trace und Frost. Es wäre so gut, wenn er jetzt hinten ablenken würde. So, erste lässt Tess durchspringen. Macht jetzt. Boah, so gut gespielt von Trace. Boah, schade. Da kriegt er echt nur einen gerade. Sogar den Headshot. Was ein Fail von Trace. Beziehungsweise ging halt dann nicht auf. Was perfekt gewesen wäre, wenn Frost hinten noch am Container, am grünen, da wo Tess steht, abgelenkt hätte. Aber Trace hätte ein bisschen eher dann vielleicht doch schießen müssen und zwei sicher machen. Aber das passiert dann auch manchmal anders. Nur noch Fries am Leben. Aber wird direkt schon gejagt. Oh man, da hätte Trace so locker die Runde entscheiden können. Ist man gar nicht gewohnt von ihm, so eine Entscheidung. So einen kleinen Fail. Oder das war natürlich auch ein bisschen Pech. Ja, wobei er hätte. Also, hätte auf jeden Fall früher schießen sollen. Es war gut, dass er den ersten durchgelaufen lassen hat. Aber so beim zweiten, dritten einfach durchdrücken und zwei machen und dann easy. Vielleicht sogar drei. Aber zwei sind da schon das Minimum. Standard. Pascha Tester. Oh. Pascha Tester vielleicht gleich mit dem Contact. Oh, sehr schön. Aber auch komische Posi von Joker, muss man einfach mal sagen. Der Pascha sollte. Pascha wartet natürlich noch, auf da jemand pusht. Kommt jetzt vor, wird von Tess gerufen. Ganz komische Flashes hier. Oh, es scheint zu reichen. So, jetzt kann Kuben die Chance, auch wichtig von Kuben Dutze legen, damit man von der Action ihn sehen kann. So, beide am Kerrigan City Base. Pascha schon vor ihnen. Oh, links noch einer. Ja, immerhin hat er noch dem einen Headshot gegeben. Und Neo macht den letzten. Sehr, sehr, sehr stark bisher von ESC. Das war auch eine super schlechte Pose da von dem Ritter. Oder war es Joker? Ich glaube, Joker war es. Ich weiß nicht, wie ich das langfristig sehe. Ich kenne die Spieler halt nicht. Kann sie nicht einschätzen. Von daher kein Plan. Neo. Tja, auf jeden Fall fährt ESC ziemlich gut drüber. Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich von dem Lineup halten soll. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall noch nicht final. Ja, wenn sie meinen, dass es nicht läuft, wenn es teamintern vielleicht nicht passt, wenn die Stimmung mies ist, wenn sie sich nicht gut verstehen, dann wird sie auf jeden Fall noch einen Wechsel geben. Mal gucken. Kann man auf jeden Fall noch gespannt sein. Oh, Fries kriegt den ersten. Jetzt hat er wieder in Standard gespielt. Ne, wobei.
Nur Pascha am... Ah, der hat da wieder so einen kleinen Abfuck gemacht. Ist hier schiebt jetzt diese zum B. Pascha wird da was machen vorher aber, denke ich. Oder er kommt wieder ganz spät. Was auch sein kann, was ich eigentlich perfekt finde, wenn ESC faked und dann schnell über Keller und dann mit Pascha das splittet. Vielleicht sehen wir so jetzt sowas, ja. Smoke von hinten. Ne, sie scheinen wirklich drauf zu gehen. Pascha schiebt sogar jetzt auch weg. Ah, finde ich nicht ganz so gut, aber mal gucken. S-Frick sitzt zumindest schon mal. Oh, von am Spot einer. Oh, den, guck mal, den ich gesehen. Ist nicht weit genug rumgestraft. Boah, Ritter, für meinen Geschmack der zu spät. Bombe konnte gelegt werden. Boah, krasse Runde trotzdem von Ritter. Ritter. Gute Frags. So, und Pascha jetzt die Pose oben gegen so viele dann auch nicht mehr so gut. Schade. Also, wie gesagt, als Fake hätte mir das super gefallen. So sind sie trotzdem gut auf dem B draufgekommen. Und dennoch finde ich, dass Pascha da nie im Leben über Haus verschieben darf. Er musste aber kurz kommen, um möglicherweise Spieler zu flankieren. Und Haus dauert halt einfach auch so, dauert einfach auch sehr, sehr, sehr lange. Die Kisten hochspringen und so, der Westen legt es mit da oben und da bist du schon fast kurz. Und dort kannst du natürlich viel mehr machen. Vor allen Dingen, wenn da noch einer oben im Haus überlebt, kann man das gut über Kreuz spielen, gut auf abfacken. Da ist viel mehr Möglichkeiten, wenn der nächste Spieler auch noch im Haus kommt. Also nicht optimal gespielt von Pascha. Oh, Neo kriegt wieder den ersten. Pascha macht den im Haus. Noch B am Kämpfen. Boah, der Dritte hat aber dicke Probleme, Neo zu holen. Und ist hier nur noch mit 2 nochmal schön die Flash verworfen. Oh, Trace macht nicht mal den Reflex. Schönes Ellen von Pascha. 11 zu 4 die Halbzeit. Sehr stark von ESC, aber auch nicht wirklich viel Gegenwehr da gewesen von Fnatic. Ja. Ja, das war in der Tat eine Bogenflash. Ja klar würde ESC besser, es wäre ja schlimm, wenn sie schlechter werden würden. Aber Fnatic jetzt auch nicht das Team, was jetzt zurzeit ganz oben steht und was es unbedingt zu schlagen gilt und was irgendwie ein Erfolg wäre, wenn man das schlägt. Da ich würde das jetzt nicht überwerten, natürlich verbessert sich ESC, vor allem auf Mirage wissen sie wahrscheinlich selbst, dass sie dort noch Defizite haben. Vielleicht haben sie ja einiges gelernt aus dem aus der 16-1-Klatsche da gegen NiP letztens. Mal schauen. So, auch ist auch Fnatic zum A. Also irgendwie die Pistols zurzeit extrem kreativlos oder innovationsarm. Oh, auch von ESC eine schöne HE. Und da wird instant die Bombe gelegt. Pascha kriegt den, doch hat einen bekommen. Bombe wird aber links gelegt. Eigentlich eine ganz gute Aussage gesagt. Nein, also Trace darf da nie mit dem kämpfen. Muss der viel defensiver bleiben, finde ich. Und einfach warten, bis er da bis die CDs vorkommen. Aber vielleicht machen seine Mates einen guten Job. Nur noch Joker. Oh, Posi angesagt. Pascha macht's. Fehler bei Trace, finde ich. Vor allem, warum lassen sie nicht einfach vorkommen, wenn sie da einfach defensiv bleiben? Und dann muss Trace einfach auf Timing raus, wenn sie vorne sind. Und er kann dann einfach, wenn er 1-on-1 hat, hat das eigentlich so gut wie gewonnen. Wenn er seine Mates auch noch was umschießen, dann ist die Runde relativ safe. Fand ich nicht gut Runde gespielt von Fnatic. Sind aber besser drauf gekommen als ESC vorhin. Hat man auch den anderen Plant gesehen an der an den Zweierfeuerkisten. An dieser Ninja-Position. Tja, mit der Pistole, mit der zweiten Pistole wird das wahrscheinlich auch relativ deutlich jetzt. Ne, Moment. ESC hat ja vorhin die Pistole verloren. Oh, und trotzdem wird es deutlich wahrscheinlich. Mal gespannt. Nettes Movement von Kuben.
Jetzt sind sie vorne. Kuben! Oh, Mann. Was ein Fail. Aber es passiert selbst im Besten. Oh, nette Decoy von Basha. Oh, Frost mit der... So, Lord noch mit dem Kurz. Und Neo über Haus. Sehr schön. Also sie splitten gerade wirklich alles. Geht überall durch. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Sehr souverän von ESC. Boah, da hat er eigentlich den Schatten gesehen. Hätte vielleicht einen Ticken eher schießen können. Finde ich sowieso sehr cool mit dem Schatten. Vor allen Dingen, wenn man hier runterläuft jetzt. Hier hat man auf jeden Fall den Nachteil, wenn man hier reinschleicht. Wenn eine City hier oben steht, irgendwie rechts, dann sieht er auf jeden Fall eher den Schatten. Nur so als kleines Beispiel. So, wenn er gekauft. Haben wir immerhin auch gerade die Bombe gelegt. Für Pascha anscheinend. Oh, Fnatic fährt kurz durch. Deckt Neo. Kuben oben am Haus. Kuben macht einen, Neo gar keinen geholt. Boah, dicke Hits für Kuben. Oh, da sieht die B-Deckung nicht wirklich gut aus. War Tess schon da. Eine kurze, eine am Haus. Lord von hinten. Rechts einer. Oh, schade. Bisschen veraimt. War nicht direkt drauf. Oh, geht nochmal in die Küche. Oh, was? Siki, schieben nochmal weg. Und er hört die Steps. Er weiß es also. Oh, da wird aber direkt schon zugemacht. Schade. Gut gespielt von Frost, da direkt die wichtigste Posi abzudecken. Die eigentlich auch nur in Frage kommen könnte, wo der CD dann ist. Gut gespielt von Frost auf jeden Fall gegen am Ende. Dennoch, die B-Deckung war natürlich schnell gebrochen. Tess und Pascha mit den... Leute, sie hatten... Sie haben alle gekauft. Ich kann sagen gesaved, aber hier ist nichts gesaved. So, 3-2-Split von Fnatic. 3 Action. 2 Haus. Boah, schöner First Wave von Fritter. Und Lordship auch. Also diesmal ist die A-Deckung die schlechte. Oh Mann. Ist hier gerade gut Probleme da am Verteidigen. Hatten aber auch wirklich kaum Granaten. Standen halt offensiv. Und wenn sie da... Wenn er halt offensiv steht und dann nicht die Frags macht, ist es eigentlich schon, ja, so gut wie verloren. Wenn sie stehen, können sie wenigstens ihr Equipment verwenden. Also vielleicht auch eine Fehlentscheidung. Ich weiß nicht, wenn man Equipment hat, kann man das ja ruhig auch nutzen und irgendwie dann von hinten stehen. Wenn man keins hat, verstehst du ja, wenn man da offensiv steht. Irgendwie was versucht, direkt auf Aiming zu gehen. Dann sterben sie beide. Nächste Runde für Fnatic. Vielleicht hat sich die Map ja auch zu einer T-Map verwandelt. Ah, das glaube ich eigentlich nicht. Ganz gut aus für ESC. Ah. Bis dem Punkt, wo ich den Satz ausgesprochen habe. So, ESC hat auf jeden Fall wieder einigermaßen Geld. Kaufen auch. So, jetzt muss eigentlich. Ja, groß umstellen muss man eigentlich nicht. Man muss einfach nochmal die Spots safe halten.
die Smoke. Mal schauen, ob sie sie können. Ich kann sie irgendwie noch nicht. Ja, perfekt. Ganz stark. Connector abgesmoked. War schon Flashes vom A zur Mitte. Frost schon durch. Kriegt den ersten. Wichtiger Refill von Kuben. Diesmal hat man zu zweit kurz geblockt. Boah, da kriegen sie wieder die Flex nicht. Daddeln einfach rein. Lot nochmal mit dem wichtigen Refill. Weiß, dass Mitte noch einer ist. Test über B-Haus. Schauen, ob sie damit rechnen. Und oh, sehr gut abgezählt jetzt von Tess. Er weiß, dass da noch eine Mitte oben war. So, 2 gegen 12 Situationen rausgespielt. Nein, warum kommt Lot da auch mit Haus? Er kann jetzt Tess verflashen. Oh, Jail versteckt sich. Boah, wie kommt der denn rum? Hat nicht mal oben gezielt. Refrag. Oh! Puh, war das knapp von Tess. Kein Kit. Boah, das geht nicht auf. Ich schaff's nicht. Krass. Oh Mann. Was ein Fail aber auch von dem Jail-Spieler. Der guckt ja sonst so hin, aber nicht da, wo der Gegner ist. Oh Mann. Aber wieder hielt die Deckung nicht. Ich meine, der Retake war ganz gut. Wenn Tess ihn da ein bisschen eher getötet und Kit hat, dann haben sie 14. Runde. So, aber... Ja. Boah, schöner Fake. Alle ESC am A. Alle von ESC. Was heißt Fake? Ist ja nicht mal ein richtiger Fake. Sie stacken halt einfach dort. Joker wirft dann ein bisschen was. Und derweil geht's B raus. Oh. Hat er gesehen? Ich glaube nicht. Oh, schön. Oh, eine Waffe sollte er safen. So viel Geld hat die ESC nicht. Jede Waffe finde ich hier wichtig durchzukriegen. Gut, Pascha versucht es auch nicht. Also das Wichtigste, was man ja im GoTV fixen sollte, ist auf jeden Fall das mit den Radarpunkten und diesen Skateboard-Bug, dass die Models ja durchbuggen. Genauso sollte man das mit den Raids irgendwie hinbekommen, dass man auch mit hohen Raids hier leckfrei zugucken kann und das nicht immer alles umstellen muss, um das Spielgefühl einfach zu erhöhen. Da wäre ich schon mal happy, denn ansonsten würde mir nichts einfallen, was irgendwie scheiße ist, gerade an GoTV. Außer die Overview of Nuke, die ist wirklich kacke. Auch hier nutzt man eigentlich nicht gescheit den ganzen Platz. Hier noch Space. Naja, mal abwarten, was da noch so kommt. Über kurz. Mal schauen, ob Neo diesmal was machen kann. Wobei. Doch. Oh, sie boosten. Sehr stark. So, jetzt springt da einer rein und Pascha hat ihn gesehen. Oh, kriegt den Frag. Ganz stark. Kuben auch mitgeholfen. Haben das also gecheckt. Oh, schön. Kann aber durch. Oh, da ist auch Trace. Oh, da wurde nicht gut kommuniziert. Da war kurzzeitig offen. So, Joker schiebt auch über Haus. Oh, Neo, müsst ihr ihn hören? Nein, er hat geschossen. LOL! Er bangt ihn noch. Hat ihn noch einen Streifschuss mitgegeben. Oh, ekelhaftes Timing. Pascha wollte da gerade, Trace wollte da gerade links das Fenster checken, auch wenn er gesmoked war. Aber jetzt ist es endlich da, die 14. Runde. ESC hier zum Glück auch mit viel Mann überlebt. Haben gut die Mitte da auf jeden Fall fokussiert. Wichtig, dass Pascha da den Frag bekommen hat, das Duell gewonnen hat. Auch die Taktik ziemlich nice. Hier zu smoken und dann hier auf den Zaun oder was es auch immer ist, zu boosten. Und dann kann der T hier einfach reinspringen. Da muss man nämlich nicht hier unten stehen.
Und mit den Ghost Smokes ist es auf jeden Fall auch relativ gut machbar. So, Neo wird jetzt allein gelassen. Jetzt, sie rechnet ja anscheinend mit einem Argo, aber Fnatic versucht sie wieder über kurz. Und B. Pasha müsste das schon ansagen, ja. Neo hat die Info auf jeden Fall auch bekommen. Am ersten gesehen, schöner First Track. Im Team ist noch keiner. Oh, Neo kommt da nochmal weg und kriegt seinen zweiten nicht. Nein. Pasha aber schon wieder da am Spot. Schön geschoben von ihm. Boah, krasse Runde von ihm. Vom Muskelprotz und Tess macht den letzten. George Mafia ESC 15-9. Super gehandelt mittlerweile. ESC hat sich da ganz gut eingestellt und Neo einfach überragend. Hat da auch viel Zeit rausgeholt. Pasha direkt verschoben. Sehr gut. Da hat aber auch einfach das Timing nicht richtig gestimmt von Fnatic. Kurz waren sie schon vorn, wo, wenn Neo da das erste Mal schießt, müsste Haus eigentlich instant rumziehen und den Refrag machen. Sie waren da irgendwie viel zu spät da. So, die Mitte Flash für Pasha. Da ist keiner. Alle vom A. Oh, da sind drei Mann von ESC. Das wird sehr wahrscheinlich ein ESC gehen. Was macht denn der Autodirector? Ist der behindert? Boah, Tess, wie blind der ist. Kuben noch da. Kuben noch da. Kuben! Boah, starke Runde von Kuben. Schönes Ende. 16 zu. Ja, gut, dass Instant Restart kommt. Uff, wie war jetzt der Score? Hat der mal aufgepasst? 16-7, 16-6 oder sowas? 16-7, 8? Boah, vielleicht hat jemand aufgepasst. Auf jeden Fall hat ESC gewonnen. So viel steht schon mal fest. 16-9. Ja, Elfie, die Halbzeit weiß ich auch noch. 16-9, danke. Also, aufmerksame Zuschauer hier. So, das war's zumindest schon mal für das erste Spiel. Das zweite.